Hallo, Servus und Grüß Gott. Hier sind wir wieder von Deutsch Global. Draußen pfeift der Wind um die Häuser und deshalb werdet ihr auch einige komische Geräusche hören. Das Thema dieses Videos ist der Dativ. Wir haben versucht, eine Zusammenfassung des Gebrauchs des Dativs zu machen und das Video erhebt deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Als erstes seht ihr hier eine Tabelle mit den bestimmten Artikeln in allen vier Fällen und darunter nur den Dativ vom unbestimmten Artikel einem, einer, einem, hier gibt es keinen Plural, vom Negativartikel keinem, keiner, keinem, keinen, vom Possessivpronomen meinem, meiner, meinem, meinen und vom Personalpronomen ihm, ihr, ihm, ihnen. Wie man hier sehr schön sehen kann, sind die charakteristischen Endungen im Dativ maskulin und neutrum das M, im Dativ feminin das R und im Dativ plural das N. Wann benutzen wir jetzt den Dativ? Einmal steht der Dativ nach bestimmten Präpositionen. Die wichtigsten dabei sind ab, aus, bei, mit, nach, seit, von und zu. Beispielsätze dazu findet ihr in unserem Blog. Natürlich gibt es noch weitere Dativpräpositionen, die ihr dann ab Niveau B1+, spätestens ab B2 unbedingt lernen solltet. Dazu gehören außer, entgegen, dank, entsprechend, gegenüber, gemäß, mitsamt, nahe, nebst, zuliebe und zufolge. Zuliebe und zufolge sind Postpositionen und werden immer nachgestellt. Beispiel: Meinen Eltern zuliebe habe ich ihn nicht geheiratet. Und seinen Aussagen zufolge war er zur Tatzeit zu Hause. Nachstellen kann man auch, muss man aber nicht, entsprechend, gegenüber und gemäß. Meinem Plan entsprechend bin ich nach Köln gefahren. Dem Bahnhof gegenüber ist ein großes Einkaufszentrum. Meinem Wunsch gemäß hat man mich nach Brasilien versetzt. Zweitens, der Dativ steht immer nach den Wechselpräpositionen mit Ruhe, also auf die Frage, wo. Unsere Beispielsätze: Die Maus knabbert am Käse. Am kommt von an dem. Die Maus sitzt auf dem Käse. Die Maus befindet sich hinter dem Käse. Die Maus schläft im Käse. Die Maus sitzt neben dem Käse. Die Maus fliegt über dem Käse. Die Maus liegt unter dem Käse. Die Maus sitzt vor dem Käse. Die Maus sitzt zwischen den Käsen. Und merkt euch bitte, im Dativ Plural bekommt auch das Nomen ein N. Ganz wichtig. Drittens. Der Dativ steht nach bestimmten Verben. Wir haben diese Verben hier nach Niveaustufen eingeteilt. A1 Niveau: Ich antworte dir später. Gefällt dir das Kleid? A2 Niveau: Was fehlt dir? Die Schuhe passen mir gut. Niveau B1: Ich stehe dir in schweren Zeiten bei. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. B2 Niveau: Der Hund gehorcht seinem Herrn. Das genügt mir. Und C1 Niveau: Wie kann ich Ihnen dienen? Das Werk ist mir total misslungen. Weitere Verben, die nur mit dem Dativ stehen, nach Niveaustufen geordnet, findet ihr in unserem Blog.
Und viertens, Verben mit Dativ und Akkusativobjekt. Das heißt, Verben mit zwei Objekten. Diese Objekte dürfen aber keine Präposition haben. Beispiel, ich schenke dir einen Ring. Jemandem etwas schenken. Wenn ihr also zwei Objekte habt, ohne Präposition, dann steht die Person im Dativ und die Sache im Akkusativ. Man nennt das auch das indirekte und das direkte Objekt. Die Lehrerin erklärt dem Schüler die Aufgabe. Das indirekte Objekt, also der Dativ, dem Schüler, das direkte Objekt, der Akkusativ, die Aufgabe. Der Einheimische zeigt dem Touristen den Weg. Die Mutter gibt dem Kind einen Kuss. Ich sage es jetzt noch einmal, das ist nur eine Zusammenfassung des Dativs, die lediglich das Wichtigste zum Phänomen Dativ beinhaltet. Weitere Informationen und Tabellen findet ihr in unserem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Tschüss, Servus, Baba, auf Wiedersehen, macht's gut, euer Deutsch Globalteam.